Das ist natürlich teilweise eine Sisyphusarbeit, weil wir die gleichen Dinge immer wieder besprechen und immer wieder zeigen und es dann wieder Fortschritte gibt. Und dann, wenn du denkst, oh, jetzt hast du einen riesen Schritt nach vorne gemacht, jetzt ist das Selbstvertrauen auch wieder da, fällt man direkt wieder zurück in alte Muster. Und das, was ich eingangs gesagt habe, das, was Kevin Volland sicherlich berechtigt anspricht mit der Mentalität, das ist das, was ich, wie ich Bayer Leverkusen vor 2 Jahren beobachtet habe von der Ferne. Aber warum da kein Lernen Prozess stattfindet, das werden wir natürlich aufarbeiten müssen. Ich werde das mit aller Kraft tun, dass wir diese Intensität wieder fahren können und diesen Hunger haben auf Erfolge, weil jetzt sind wir am Donnerstag weitergekommen, sind in beiden Pokalwettbewerben überwintern wir, aber in der Liga muss eine deutliche Steigerung her. Abstiegsgipfel werde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber wir sind natürlich jetzt in der Pflicht, auch vor heimischem Publikum das Spiel zu Hause gegen Stuttgart zu gewinnen.